ist immer noch das Gleiche. Schlussendlich, man muss Velo fahren, man muss so hart als möglich in die Pedale treten, man muss leiden. Und das hat er fertig gemacht und das machen wir heute noch. Und ja, schlussendlich, glaube ich, hat er das Velofahren geliebt und das verbindet uns bis heute. Der Spass und das Leiden, das haben noch nicht Leiden Spass gemacht. Das ist für mich das, was am Radsport einzigartig ist. Radsport ist eigentlich nach dem Wandern, wenn man das als Sport bezeichnet, ist es die zweitmeist ausgeübte Sportart und hat ein riesen Potenzial. Wenn man die Jungen schaut, wie sie gerne auf dem Velo hocken, wie sie gerne rollen und weniger gerne laufen, dann sieht man doch, dass das ein grosses Potenzial hat. Also für mich ist das der Sport, der härteste Sport auf der Welt. Es gibt nichts härteres. Ich glaube, der Schweizer Radsport ist immer relativ gut angestanden. Es hat sicher gute Junge hinten dran. Und das ist immer ein bisschen Auf- und Abbewegung. Aber ich sehe es positiv, es hat sehr viele motivierte Junge. Wir haben viele gute Fahrer, die in der Zukunft werden Rennen gewinnen. Da kommt recht etwas nach. Ich habe keine Angst um einen Nachwuchs. Ich kann auch jedem Jungen empfehlen, Velo zu fahren. Ich komme sehr weit um die Weltgeschichte herum. Man sieht verschiedene Kulturen und auch die Freundschaften, die sich damit verbinden. Und man erlebt Sachen, die du sonst im Alltag nie erleben würdest. Mein Wunsch für die Zukunft des Radsports ist vor allem in der Schweiz, dass hier wieder viel Nachwuchs gibt und wieder sehr schöne Rennen und dass viele Leute weiterhin werden Velo fahren werden.